So, dann melde ich mich wieder zurück zur täglichen Abendshow von JFT Brokers. Noch bevor Apple die Zahlen veröffentlicht, wollen wir auf die Märkte schauen, was sich heute so ergeben hat auch und was sich sozusagen ich am Wochenende gewünscht habe. Also schauen wir zunächst einmal auf den Dow Jones Index. Da habe ich dieses Setup bzw. hier dieses schon am Wochenende im Video erwähnt. Für mich sah das hier im Prinzip nach einer fertigen Bewegung aus. Und idealerweise, wenn hier die Marke brechen sollte, wäre ein Anlaufen dieser Unterstützung möglich. Und in der Tat lief er jetzt nahezu diese Unterstützung an. Konnte hier eine Umkehrkerze ausbilden und einen impulsiven Anstieg vollziehen. Ein nochmaliges Einstiegssetup ging dann hier leider wegen ein paar Punkten nicht auf. Es waren 20 Punkte tiefer. Da sah man dann, dass es hier dass einfach der Markt nach oben wollte. Leider ist eben hier, kam es dann hier nicht mehr zum neuen Einstieg. Aber wie man auch hier an dem Chart sieht, zuerst kam es an dem ersten Widerstand zum Stehen und dann an dem zweiten. Er hat jetzt sozusagen diese Aufwärtsbewegung bis hierher vollzogen und sollte jetzt eine Korrektur, die ja theoretisch noch ein Stück weiterläuft. Eine Stunde hätte der Markt noch. Ich dürfte jetzt hier eigentlich kein neues Hoch mehr fehlen. Sollte jetzt hier der Markt eben direkt hochgehen, dann werden wir diese Marke hier oben gleich sehen. Also alles hängt, oder es hängt jetzt sehr viel ab, was jetzt Apple für Zahlen heute nachbörslich bringt. Im DAX war ja dann gewünscht, als hier, und das war ja auch dann genau der Fall, als im Video erwähnt, fällt der Dow Jones hier runter, sollte eben im DAX auf Xetra-Basis hier dieses Gap dann geschlossen werden. Und da gab es dann eben auch Direktkäufe. Schauen wir mal im Stundenchart an. Ja, ist zwar nicht eine ganz eindeutige Umkehrkerze, aber anschließend über dem Hoch konnte der Index dann davon ziehen. Einen richtigen Ausbruch über die 9850er Marke gab es nur kurz temporär. Intraday gab es wieder einen leichten Abverkauf bzw. nicht auf Tagesschlussbasis überwunden worden, diese Marke. Also hier haben sich jetzt dann beide Wunschszenarien durchgesetzt, weil hier die Bedingung nicht ein neues Hoch nicht erreicht worden ist. Und im Dow Jones sah es dann sowieso danach aus, dass er eben eine Bewegung fertig oder vollzogen hat. Durch den Anstieg hat sich natürlich hier im Wochenchart konnte sich der DAX wieder über diese Linie kämpfen und steht natürlich jetzt erstmal optimal da. Was jetzt hier aus dieser Analyse eben auch noch hervorgeht, dass der DAX definitiv jetzt Potenzial hätte, bis hier oben anzusteigen. Er hat jetzt hier ein neues Hoch gemacht, dürfte aber erst die erste Bewegung sein von dem Anstieg, aber jetzt kann man sowieso mehr oder weniger nicht mehr handeln im richtigen Xetra DAX, also spielt es aktuell jetzt keine Rolle mehr, was Amerika jetzt oder beziehungsweise eben Apple eben nachbörslich macht. Also mit. Es wären jetzt hier schon im Prinzip beide Varianten möglich. Jedoch diese, was am Wochenende ausgearbeitet worden ist, ist es plausibler. Überhaupt eben auch mit dieser Kerze jetzt auch im Rücken. Auch die anderen Setups
die ich diese Woche vorgestellt habe, laufen hervorragend. Wo habe ich die jetzt hin? Die habe ich jetzt hier drüben. Die Aeon wurde einen Tick eben nochmal zu spät neu vorgestellt. Das Setup wurde hier im Stream schon ja, vor einer Woche oder ich glaube schon in der ersten Januarwoche vorgestellt. Der Ausbruch hat lange auf sich warten lassen, aber er sollte jetzt impulsiv eben bis 10.10 bzw. 10.20 ansteigen über dem EMA 200, wäre dann die Möglichkeit, dass er auch direkt auf 11.50 ansteigt. Deutsche Bank Setup, das wurde jetzt heute erst vorgestellt und auch nicht aktiviert worden. Zwar ist jetzt hier der Abwärtstrend, der kurzfristig, wir sind im Stundenchart, gebrochen. Aber unter dem EMA 38 kann sich auch nochmal ein neues Tief ausbilden. Deswegen hier noch vorsichtig sein. Das Währungspaar wurde nochmal eben direkt hier bei einem Ausbruch vorgestellt. Der erste Ausbruch, das Level war hier, das wurde nicht aktiviert. Dann habe ich es heute gesehen, dass hier die Abwärtstrendlinie gebrochen worden ist. Gleich als ich es gesehen habe, nochmal einen Stream-Beitrag erstellt. Und hier lief das jetzt tadellos. Man konnte hier schon über 100 Pips mitnehmen und der Stopp war rund 80 Pips entfernt. Also mehr als 1:1 Chance-Verhältnis. Was auch endlich super anlief und letzte Woche zwei, dreimal vorgestellt worden ist, das Silber, die Silberanalyse. Der obere Bereich wurde abgearbeitet. Mal schauen, ob es jetzt direkt durchgeht oder einen kleinen Rücksetzer. Intraday hatten wir eben schon den Rücksetzer, genau wieder an das Niveau hin. Kann ich, glaube ich, hier mal nochmal herholen. Hier der erste lief hier, dann wieder runter. Und aktuell hat er eben erst nach 16 Uhr ein neues Hoch gemacht. Also passt es hier somit auch. Das war's. Mal schauen, wie die Woche sich, was in der Woche sich noch ergibt, beziehungsweise was eben dann Apple für Zahlen auf den Tisch bringt. Wird sicherlich sehr spannend. Danke fürs Zuhören und bis morgen.